Tut mir leid. Glaube ich dir nicht. Aber es ist doch für uns. Du hättest mich fragen müssen. Du hättest Nein gesagt. Ja, genau. Deshalb hättest du mich fragen müssen. Gut. Dann, wenn ihr euch dann bitte links und rechts von mir hinstellt, dann können wir gleich anfangen. Mark. Mich kriegen hier keine 10 Pferde raus. Es ist schön, dass es dich gibt. Aha. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ja, und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Aber böse, richtig. So wie so ein Monster. So richtig sehr böse. Also gut. Nee, Marc. Du musst das richtig, deine Aggression, such deine Aggression und dann mach's, als ob du einen Oscar fürs beste Monster haben willst. Ja, richtig. Zum Beispiel so. Ist so schön, dass es dich gibt. Mehr. Richtig vom Gefühl, ganz böse. Es ist so schön, dass es dich gibt. Kannst du noch böser, du kannst noch böser. Hör mir zu, das muss ganz von Aggression, von ganz unten. So. Oh. Oh. Ja, Es ist so schön, dass es dich gibt. Nee, mehr. Oh. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ja, es ist so schön, dass es dich gibt, Mann! Ja, kann sie brauchen keine Angst zu haben. Das ist, der Marc lernt gerade, seine Gefühle zu zeigen, ne? Ja, es geht mir auch ganz gut. Nochmal das Gleiche. Liebevoll. Es ist so schön, dass es dich gibt. Nee, geht nicht. Ja, also Karin, der Grund, warum du mich angerufen hast, ist ja, weil du so das Gefühl hast, dass es in eurer Beziehung sowas wie eine Eiszeit gibt. Ja, Marc, wir kommen gleich zu Ihnen, ne? Keine Angst. Ich habe keine Angst. Ja, du springst auf mich drauf und springst wieder runter. Ja, Marc, was? Wir reden jetzt mal über das, wie Karin das empfindet, ne? Und wenn sie spürt, dass sie springen, dann springen sie. Aus ihrer Sicht so. Verstehen Sie, ne? Okay, wir probieren es mal anders. Was würden Sie denn machen, wenn ich jetzt nicht da wäre? Marc, kann es sein, dass Sie sich oft sehr unter Druck gesetzt fühlen durch Karin? Ja. Aber das geht hier doch. Karin, bitte, ist jetzt wichtig. Und haben Sie auch so das Gefühl, wenn Sie den Erwartungen nicht gerecht werden von Karin, dass Sie dann bestraft werden von ihr mit Liebesentzug? Ja. Wir machen doch schon sehr schöne Fortschritte, ne? Wie sind so Ihre sexuellen Fantasien? Was? Wenn Sie miteinander schlafen, was sehen Sie da? Woran denken Sie da? Eigentlich nichts. Ja, das ist mal wieder typisch. Soll ich mir dabei vorstellen, dass ich mit deiner besten Freundin schlafe? Aha, ja. Also es sind ja doch Fantasien da, ne? So war das nicht gemeint. Ich hab's doch gewusst. Ich hab nichts mit deiner besten Freundin. Ich weiß noch nicht mal, wer deine beste Freundin ist. Es gibt eine Singtherapie. Karin, musst du überhaupt alles falsch verstehen? So froh zu sein bedarf es wenig. Bis heute war ich eigentlich ganz zufrieden mit unserer Beziehung, ja? Aber Rollenspiele. Langsam überlege ich mir ernsthaft, ob ich noch länger Bock habe, auf dich zu springen. Weißt du was? Das musst du auch überhaupt nicht mehr. Ich suche mir einfach einen anderen Springer. Bock springen? Wir können auch Bock springen. Und weißt du was? Es ist schön, dass es dich gibt. Und es ist noch schöner, dass es dich gibt. Dann komm nach oben. Mann, vorsichtig! Mann!
von Karen. Das hast du jetzt davon, du Springer! Such dir doch eine andere zum Bespringen! Ich hab niemanden besprungen! Du! Ja, ich muss ja mal... Die machen wirklich tolle Fortschritte. Da reden wir doch nicht!